Herr Minister, Selbst- und Zeitmanagement ist das Thema des Tags des bayerischen Handwerks in diesem Jahr. Ist das der entscheidende Wettbewerbsvorteil im Jahr 2013? Es ist ja eben so, dass wir ja auch deswegen auch darauf Wert legen, dass möglichst viele auch ihren Meister machen, weil man eben in der Meisterschule auch was über Betriebsmanagement lernt. Ja, weil ja nicht jeder gute Handwerker ist ja jetzt gleich der geborene Betriebsleiter. Und deswegen ist es wichtig, diese Dinge zu verzahnen. Und das ist ja übrigens auch der Grund, einer der Gründe, warum ich darauf gedrungen habe, dass wir den Meisterbonus einführen, um hier auch Anreize zu setzen, die Meisterprüfung abzulegen. Das Handwerk befindet sich in einem starken Wettbewerb. Wie ist es denn gerüstet im Vergleich zur Konkurrenz? Also das Handwerk hat sich ja als ganz starke Säule der Wirtschaft erwiesen, gerade in der Weltwirtschaftskrise übrigens. Ohne das Handwerk hätten wir das nie so gut durchgestanden. Das Handwerk ist natürlich immer in einem starken Wettbewerb gegenüber der Industrie, auch was dann die Auszubildenden angeht. Das ist eine alte und immer wieder zu leistende Gratwanderung. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um das Thema Nachwuchs, Fachkräfte. Da müssen wir noch sehr viel mehr tun, um gerade auch die Potenziale unter den jungen Menschen noch stärker fürs Handwerk zu interessieren, auch mit speziellen Qualifizierungsmaßnahmen. Und ich denke, eine große Chance ist auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa. Denn wir haben eben mit diesem dualen Ausbildungssystem einen Schlager, der wirklich attraktiv ist für auch junge Menschen aus anderen Ländern. Also das Handwerk ist gut gewappnet. Wir müssen nur immer aufpassen, dass wir bei anderen Fragen, Energiepolitik, Stichwort Strompreise, Steuerpolitik, Stichwort Substanzbesteuerung, eben keine falschen Wege einschlagen, die das Handwerk in der Substanz dann treffen. Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Danke.